Hallo und herzlich willkommen bei Abgewürfelt. Wir haben uns die beiden Boxen des neuen Spieles Dark Ages angeschaut. Einmal das Heilige Römische Reich und zum anderen das Erbe Karls des Großen und Regelvideos davon für euch erstellt. Die Regelvideos funktionieren bei beiden Boxen, egal welche ihr habt, da die Grundregeln gleich sind. Los geht es mit dem Aufbauvideo. Die Links zu den anderen Videos findet ihr in der Beschreibung. Zuerst werden das Spielbrett und das Kulturtableau auf den Tisch gelegt. Das Kulturtableau ist diese große rechteckige Pappe, die ihr hier rechts im Bild seht. Die fünf grünen kleinen Karten sind die Aktionskarten, die mischt ihr und legt sie anschließend in zufälliger Reihenfolge oben auf das Kulturtableau. Jetzt holt sich noch jeder ein Spielertableau. Außerdem muss noch die eigene Farbe ausgesucht werden, wie man es von vielen Brettspielen kennt. Sobald du dich für eine Farbe entschieden hast, hol das Material, das dazu gehört. Das sind zum Beispiel die Reiter, die Bogenschützen, die Fußsoldaten, große, mittlere und kleine Scheiben sowie die Gutshöfe, das sind diese kleinen Häuschen. Außerdem gibt es noch Spielermarken, mit denen ihr später den Schaden zum Beispiel an euren Soldaten kennzeichnet, sowie diese 100er Siegpunktemarke. Hier seht ihr von links nach rechts, wie Kultur-, Herrscher- und Titelkarten aussehen. Nehmt euch alle Karten dieser drei Sorten vor und guckt oben rechts, was für eine Spielerzahl da angegeben ist. Wenn ihr zum Beispiel nur zu zweit spielt und oben 3+ oder 4+ steht, dann sortiert diese Karten aus und verwendet sie nicht im Spiel. Hier seht ihr Beispiele für Herrscherkarten. Die Herrscher Wilhelm I. und auch der Herrscher Dietrich II. Kommen im normalen Grundmodul nicht vor. Also wenn ihr nicht gerade das Erweiterungsmodul 3 spielt, dann entfernt diese beiden Herrscher zusammen mit ihren zwei zugehörigen Herrscherkarten aus dem Spiel. Legt jetzt die Städte neben dem Spielbrett bereit. Je nach Spielerzahl steht eine unterschiedliche Anzahl an Städten zur Verfügung. Bei 2 Spielern sind es 11 Städte, bei 3 Spielern sind es 13 Städte und bei 4 Spielern sind es 15 Städte. Jeder Spieler schaut jetzt bei dem Herrscher, den er spielen möchte, unten auf der Herrscherkarte, wie seine Hauptstadt heißt. Diesen Namen sucht er dann auf dem Spielplan und stellt auf dieses Gebiet seine Hauptstadt hin. Achtet aber darauf, dass die beiden weißen Kästchen frei bleiben. Auf eines der weißen Kästchen stellt ihr einen Gutshof in eurer Farbe. Stellt nun auf dem Kulturtableau rund um das Kreuz auf die gekennzeichneten Flächen die ganzen Kirchengebäude. Schaut nun auf dem Spielplan, welche Spielerzahl bei jedem Feld oben rechts angegeben ist. Wenn ihr zum Beispiel nur zu zweit spielt, dürft ihr die Felder, bei denen 3+ oder 4+ steht, nicht betreten. Kennzeichnet diese Felder mit den farbigen Scheiben der Spielerfarben, die nicht gewählt worden sind. Das wird euch später daran erinnern, diese Felder im Spiel nicht zu verwenden. Holt nun die blauen Barbarenmarker aus der Spielbox und mischt diese so, dass es einen Zufall darstellt, welche Seite oben liegt. Verteilt nun diese Marker auf die freien Felder, das heißt auf die Felder, auf denen weder ein Spieler seine Stadt hat, noch die durch andersfarbige Scheiben gesperrt sind. Holt jetzt 3 Barbarenkarten aus der Spielbox. Da gibt es den leichten Fußkämpfer, den leichten Reiter und den Bogenschützen. Die Barbarenkarten erkennt ihr daran, dass oben Barbaren als Wort steht. Nehmt hierfür ausschließlich die 3 Karten, bei denen WS28, WS29 und WS30 an der Seite steht. Die anderen 3 Karten, die auch Barbarenkrieger zeigen, braucht ihr nicht, legt sie zurück in die Schachtel. Diese Abbildung zeigt, welche Produktionsgebäude im Spiel existieren. Die grüne Schreinerei stellt Holz her, in dem roten Gebäude bekommen wir Leder, schwarz haben wir für Steine und das blaue Gebäude erzeugt für uns Eisen. Verteilt nun auf jedes Feld auf dem Spielplan ein Produktionsgebäude entsprechend der abgebildeten Ressource, also zum Beispiel bei Leder ein rotes Gebäude, bei Holz ein grünes Gebäude, bei Stein ein schwarzes Gebäude. Auf die Felder, die mit einer Scheibe gesperrt wurden, weil nicht genügend Mitspieler dabei sind, wird kein Produktionsgebäude gestellt. Rund um dem Spielplan verläuft die Siegpunktleiste. Stellt auf die Zahl 0 von jedem Spieler die große Scheibe in seiner Farbe.
In der Mitte des Kulturtableaus befindet sich die Kulturpunkteleiste, stellt ganz links auf das Feld von jedem Spieler in seiner Farbe eine kleine Scheibe hin. Das ist jeweils der Kulturpunktezähler des Spielers. Stellt außerdem im Lager eures Spielertableaus in die erste Spalte die zweite kleine Scheibe eurer Farbe. Sie kennzeichnet, wie viel Platz ihr im Lager derzeit habt. Jetzt stellt jeder Spieler auf seinem jeweiligen Spielertableau die verbliebenen Gutshöfe seiner Farbe von rechts nach links auf die Zahlen. Mischt nun die Kulturkarten und zieht anschließend 6 Karten von oben und legt sie von links nach rechts auf die 6 Felder unten auf dem Kulturtableau. Jeder Spieler kann sich jetzt ein Gold, ein Leder, ein Stein, ein Eisen und ein Holz nehmen und es neben sein Spielertableau legen. Jeder Spieler kann sich jetzt Scheiben aus seiner Farbe nehmen und diese auf sein Spielertableau legen. Die Anzahl der Scheiben richtet sich nach der Spielerzahl. Bei 2 Spielern sind es 6 Scheiben, bei 3 Spielern sind es nur 5 Scheiben, dann würdet ihr nur entsprechend eine Scheibe weniger auf das Tableau legen. Bei 4 Spielern sind es sogar nur 4 Scheiben. Die Scheiben, die bei euch wegen der Spielerzahl nicht ins Spiel kommen, legt ihr in die Schachtel und verwendet sie nicht in dieser Partie. In der allerersten Spielrunde hat man weniger Scheiben zur Verfügung als später. Wenn ihr zu zweit spielt, nehmt also jetzt nochmal eine Scheibe weg. Wenn ihr zu dritt spielt, nehmt auch eine Scheibe weg. 4 Spieler nehmen sogar 2 Scheiben weg. Die jetzt gerade weggenommenen Scheiben werden auf dem Kulturtableau oben rechts in das Erschöpfungsfeld gelegt. Zum Schluss der Aufbauphase sucht jeder Spieler für den Herrscher, den er sich ausgewählt hat, die 2 zugehörigen Startkarten und legt diese 3 Karten zu seinem Spielertableau.